Wer hat dir das gesagt? Mama. Er heißt Frank. Warum erfahre ich das erst jetzt? Naja, du warst in der Klinik. Wir konnten dir doch nicht erzählen, dass er mit einer anderen Frau nach Spanien gezogen ist. Ihr habt mich angelogen. Nein, der Hammer ist ja wohl, dann hat er mir was von seiner Scheidung erzählt und dass es ihm so schlecht geht und so dreckig und voll das intime Zeug und was nicht alles. Das ist doch nicht mein Problem, entschuldigen Sie mal. Also wenn Ihre Mitarbeiter sich trennen, ja dann schicken Sie die gleich zu den Kundinnen oder was, ja? Machen Sie das immer so bei Ihnen, ja? Aha, ist ja interessant, ja? Oh. Der Hammer ist ja noch... Nee, jetzt hören Sie mir mal zu, ich bin noch nicht fertig, ja? Der Hammer ist ja wohl, dass Sie mir jetzt auch noch das Telefon abgestellt haben. Weil ich angeblich im Rückstand bin. Im Rückstand, ja? Was soll denn das bitte heißen, im Rückstand? Ich meine... Bitte? Ja, das haben sie mir so begründet. Im Rückstand. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Ist das hier das Büro von Herrn Biedert? Ja, aber Herr Biedert ist in einer Besprechung im Nebenhaus. Was wollt ihr denn von ihm? Baubüro Biedert, mein Name ist Martens. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Biedert. Ja, die Unterlagen habe ich hier. Ja gut, ich bringe sie gleich rüber. Tut mir leid, Kinder, aber ich habe zu tun. Vielleicht könnt ihr am Montag wiederkommen. Frau Martens, wir wollen ja gar nicht zu Ihrem Chef. Wir sind hier mit seinem Sohn verabredet. Wir sind nämlich Freunde von Georg. Ach so ist das.